Ein herzliches Willkommen. Messen und Vergleichen ist in vielen Bereichen sehr üblich, nicht so sehr jedoch in der Vermögensverwaltung. Ich meine hier vor allem Privatbanken, Vermögensverwalter oder Family Offices, die hauptsächlich auf die Verwaltung von Wertpapieren ihrer Kunden spezialisiert sind. Selbst als Profi in der Geldanlage weiß man oft nicht genau, wie gut eine Vermögensverwaltung gewesen ist, außer man vergleicht sie. Einen solchen objektiven Vergleich machen übrigens die wenigsten Anleger. Einerseits, weil zu kompliziert und zu aufwendig, andererseits, weil bei den Anbietern kaum ein Interesse da ist, eine unabhängige Vermögenskontrolle zu machen. Aber genau einen solchen Vergleich haben wir für das Jahr 2020 gemacht. In einer Studie unseres Schweizer Partners 2Wealth sind über 100 Banken und Vermögensverwalter aus Deutschland, der Schweiz und erstmals auch Österreich bei der Performance verglichen worden. Dank der Daten aus dieser Studie lassen sich Angebote vergleichen und Resultate bewerten. Das soll vermögenden Anlegern bei der Einschätzung und Auswahl ihrer Banken oder Vermögensverwalter helfen. Was sind nun die Ergebnisse dieser Studie? 2020 war ein sehr gutes Jahr an den Finanzmärkten und auch die Mehrheit der Vermögensverwalter konnte gute bis sehr gute Resultate vorweisen. Aber es war auch ein Jahr mit signifikanten Unterschieden zwischen den Asset Managern. Die weisen nämlich eine große Bandbreite an unterschiedlicher Performance, also Wertentwicklung, auf. Umgelegt auf ein einfaches, grob kalkuliertes Rechenbeispiel, wir haben zwei Anleger mit jeweils 1 Million Euro im Depot und beide zu etwa 50% in Aktien und riskanten Anlagen investiert. Der eine Kunde ist bei der Bank mit der besten Performance 2020, der andere bei jener mit der schlechtesten Wertentwicklung. Ende 2020 ist, nach Abzug von Gebühren und Steuern, der Wertunterschied bei beachtlichen grob 180.000 Euro. Selbstverständlich ist eine einzelne Erhebung wie 2020 nur eine Momentaufnahme, weshalb diese Studie auch regelmäßig erstellt wird und damit Anlegern eine Transparenz ermöglicht, die bisher am Markt gefehlt hat. Eine Performance-Analyse, wie eben in Kurzform präsentiert, sagt noch nichts aus oder nicht unbedingt viel aus über die langfristige Qualität eines Vermögensmanagers. Denn neben dieser einen jährlichen Performance gehören auch dazu eben ein Langfristvergleich, ein Manager-Rating, auch die Passgenauigkeit von Angebot zu Kundenbedarf und selbstverständlich die Kosten einer konkreten Veranlagung. Wie wir das im Detail machen und etwa bei Ausschreibungen unter Anbietern für unsere Kunden einsetzen, kann ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch erklären. Außerdem können Sie diese Studie, wie eben vorgestellt, unter dem angegebenen Link kostenfrei bei Geldblick bestellen. Ich hoffe, es war was Interessantes für Sie dabei. Bis zum nächsten Mal.